Vandalismus auf Friedhöfen gehört leider zum traurigen Alltag der Polizisten. Die Täter haben es oft auf wertvolles Metall abgesehen und verwüsten dabei die gepflegten Gräber. Ingrid Hall und Robin Sturm werden jetzt mit einem besonders pietätlosen Fall konfrontiert. Arnold, 1225 von Arnold. Der 1225 hört. Marienburgstraße, dortiger Friedhof. Frau Freitag meldet Diebstahl und Grabschändung. Dienstleisterin vor Ort, die erwartet euch vor dem Friedhof. Okay, übernehmen den Einsatz und fahren dorthin. Der materielle Schaden, den die skrupellosen Täter auf Friedhöfen anrichten, ist oft immens. Viel schlimmer ist allerdings der emotionale Schock, den die Angehörigen verarbeiten müssen. Die Tochter des Verstorbenen erwartet die Beamten bereits. Ich habe angerufen, genau. Ich bin mit meiner Mutter am Grab von meinem Vater und irgendwer hat das Grab verwüstet. Okay. Wir hatten da Blumen hingepflanzt und alles und das wurde alles rausgerissen. Die ganze Erde ist verwüstet, ist total unordentlich. Können Sie uns mal zum Grab bringen? Ja, ich zeige Ihnen das mal. Können Sie auch direkt den Personalausweis rausholen? Anlässlich des Geburtstags des Verstorbenen hatte die Familie das Grab besonders schön hergerichtet. Jetzt ist die Gedenkstätte verwüstet. Versuchen das jetzt aufzuklären, ne, damit das ja so kommt, wie es jetzt auch vorher war. Was haben Sie denn gestern hier bepflanzt? Welche Blumen waren das? Deine Lieblingsblumen. Was? Deine Lieblingsblumen? Mhm. Und was waren? Welche waren das? Ich habe das gerade wunderschön gemacht. Ich habe ein Foto, ich kann Ihnen alles zeigen. Die Frau Freitag konnte mir hier ein Handybild zeigen, wo das ganze Gesteck bzw. die Pflanzen und die Kerze noch drauf waren. Da habe ich dann auch gesehen, dass hier wirklich diese Sachen fehlten. Also sie sagte, einen Wert von 100 Euro hätten hier die Pflanzen und halt diese Kerze, die abhandengekommen ist. Während Polizeikommissar Robin Sturm den Schaden erfasst, taucht plötzlich eine weitere Frau auf. Offenbar haben die schamlosen Täter auf dem Friedhof erneut zugeschlagen. Ist das hier in der Nähe? Ach, das ist ganz, ganz, ganz weit hinten. Mhm. Ich habe jetzt bloß gesucht, dass ich irgendjemanden finde. Es ist ja um diese Zeit niemand. Ist nur ein Blumenstrauß entwendet worden? Es ist, das riecht das Korb ein bisschen wie, ich habe gepflanzt drin, muss ich sagen. Und da sieht man richtig, dass das rausgezogen ist. Ja. Und der ganze Blumenstrauß. Ich hatte gestern so schöne neue Blumen hingelegt. Und guck mal, hier die Dame hier hat das gleiche Schicksal wie Sie hier. Sie hat auch gestern alles bepflanzt und heute ist alles weg. Natürlich kann ich verstehen, dass hier die beteiligten Personen, die hier das Grab geschmückt haben, total enttäuscht, traurig sind, dass hier das Grab, sag ich mal, beschmutzt worden ist oder geschändet worden ist in dem Fall. Ich würde mich nicht anders fühlen. Ich denke, ich wäre auch sehr traurig. Ich habe mir da die Mühe gemacht für meinenjenigen Vater oder Opa oder sonst was. Und von daher ist das schon eine schwere Sache hier. Wer macht denn sowas? Ja, wer macht sowas? Das ist natürlich ethisch mit Sicherheit und moralisch verwerflich. Ja. Gerade hier so Grabschändungen. Haben Sie auch für mich einen Ausweis? Dann nehme ich soweit alles auf. Machst du uns die mal in die Personalien auf? Ich ziehe gleich richtig. Ja. Ingrid Hall und Robin Sturm haben Verständnis für die betroffenen Angehörigen. Der Fall nimmt eine unerwartete Wende, als ein kleiner Junge auftaucht. Was machst du denn hier? So weit die Nadeln aufgenommen. Du verkaufst Kerzen. Die sind aber nicht mehr nagelneu, ne? Guck mal her. Die haben da alle schon mal irgendwo gebrannt, oder nicht? Ich weiß es nicht. Was heißt hier, ich weiß es nicht? Wer hat dir denn gesagt, dass du Kerzen verkaufen sollst? Meine Mutter. Deine Mutter hat dir das gesagt? Und wo ist deine Mutter jetzt? Weiß ich nicht. Die muss dich doch auf jeden Fall hierher gefahren haben, oder? Oder wie bist du hierher gekommen? Ja, also die hat mich hier hingebracht und dann hat die mir das einfach mitgegeben und dann sollte ich losgehen. Dann solltest du losgehen und das verkaufen. Mhm. Kannst du mir denn mal sagen, wie du heißt? Ich heiße Joshua. Als Ingrid Hall die Personalien des Jungen aufnimmt, erregt ein Friedhofsbesucher die Aufmerksamkeit von Robin Sturm. Der Mann kann tatsächlich entscheidend zur Lösung des mysteriösen Falls beitragen. Sie sind hier auf dem Friedhof, weshalb? Meine Mutter. Meine Mutter zu besuchen. Ihre Mutter besuchen? Okay. Wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Harpe, also Hans-Peter. Einmal bleiben wir. Okay. Ich sehe hier, was ist hier, ein gelber Brief drauf. Oh. Können Sie mal rausholen? Ja. Ihre Mutter hieß jetzt wie nochmal? Ja, lassen Sie mal meine Kollegin. Marita. Machen Sie mal auf. Marita. Wieso steht hier Günther drauf? Also diesen Blumenstrauß habe ich hier vorne gekauft, vor dem Friedhof. Ich habe sogar eine Quittung. Mhm. Das ist von ihr. Das ist von mir, das weiß ich ganz genau. Die
Frau Winter konnte aber den Strauß eindeutig als den ihren identifizieren. Nämlich in der Mitte dieses Straußes steckte ein gelber Umschlag. Ich habe dann mit ihrem Einverständnis diesen Umschlag geöffnet und in diesem Umschlag war ein kleines Kärtchen mit einer persönlichen Widmung für ihren Mann. Und anhand dessen konnte sie diesen Strauß eindeutig als ihr Eigentum identifizieren. Vor dem Friedhof gibt es so einen Blumenstand, gekaufte Blumen. Okay, da war der Junge aber nicht dabei. Doch, der war da auch. Der war da auch. Mhm. Der stand daneben. Sehen die sich ein bisschen ähnlich? Interessant. Kann das sein? Okay. Ein bisschen. Also ob die vielleicht verwandt sind? Wissen Sie, können sich das vorstellen? Nicht sagen, nein. Können Sie nicht vorstellen, okay. Mal eine Frage, Sie haben doch 15 Euro. 25 Euro habe ich da. Ja, die Quittung nehmen wir jetzt erstmal an uns. Ja, wir würden Sie jetzt einmal, weiß ich nicht, einmal mitnehmen. Die Beamten vermuten, dass die Mutter des kleinen Kerzenverkäufers ein lukratives Geschäft mit geklauter Ware betreibt. Auf dem Parkplatz des Friedhofes stellen Ingrid Hall und Robin Sturm die Frau zur Rede. Ja, guten Tag. Guten Tag. Wir hätten mal gerne Ihren Ist das Ihr Sohn? Das ist mein Sohn, ja. Ja. Sehr schön. Haben Sie einen Gewerbeschein? Für die ganze Klamotte hier? Den habe ich jetzt nicht. Also ich habe jetzt da gerade frisch mit angefangen und muss mich da erstmal aufstellen. Aber Sie haben, aber Sie haben sicherlich doch einen Personalausweis für mich. Wofür benötigen Sie das jetzt? Also, Sie stehen im Verdacht, eine strafbare Handlung begangen zu haben. Wir haben oder finden hier auf Ihrem Tisch Sachen wieder, die auf anderen Gräbern fehlen. Also Josh, kommst du mal her? Kannst du eigentlich mal die Kerzen abstellen? Also die Sachen vom Großmarkt und ich beziehe die genau da, wo auch andere die herbekommen. Also das weiß ich nicht, was Sie mir da jetzt unterstellen. Also ich habe also gerade hier ein Grab fotografiert, beziehungsweise auch ein Bild von einem Grab gesehen, wo genau dieses Blumenbouquet gestern hingestellt wurde. Ich konnte mir jetzt hier vor Ort den Laden beziehungsweise diesen Tisch, wo die Blumen drauf standen, genauer anschauen und ich habe festgestellt, dass da eine Menge Blumen erstmal sind und dann zusätzlich fiel mir ganz besonders auf, dass da ein Gesteck ist, also ein Blumengesteck, was ich zuvor auch schon gesehen hatte auf einem Bild. Da konnte ich dann auch direkt feststellen, dass es von der Frau Freitag das Gesteck war. Da auch unter dem Tisch, sag ich mal, eine Schrift oder ein Schriftzug stand mit dem Herrn Freitag, der jetzt hier verstorben ist und dieses Gesteck eigentlich auf dem Grabstein haben sollte. Ich habe das als Beispiel. Als Beispiel? Das ist der Name meines Mannes. Genau, das ist genau also die Dame haben Sie gerade gesehen. Ein Foto habe ich Ihnen gerade gezeigt. Genau das ist da drauf zu sehen, plus dieser Strauß. Und der war gestern noch auf dem Friedhof, beziehungsweise am Grab. Wollen Sie dazu was sagen? Müssen Sie nicht, können Sie, wenn Sie wollen? Einmal zurück. Wieso machen Sie so? Wissen Sie, wir haben wirklich kaum Geld für was zu essen. Ja. Der Kleine, ich seit 2 Jahren bekomme ich jetzt Hartz IV. Und es war so, im letzten Monat war ich im Jobcenter, hatte ich einen Termin und er war so krank, der hatte so hoch Fieber und ich habe mir wirklich Sorgen um sein Leben gemacht und ich habe niemanden, ich bin ganz allein und ich musste mit ihm zum Kinderarzt. Er hatte 42 Fieber und ich war beim Jobcenter, ich habe angerufen, habe gesagt, ich konnte den Termin nicht wahrnehmen und die haben gesagt, das ist egal, wir streichen ihm trotzdem das Geld für diesen Monat und ich hatte keine Chance, mich irgendwie zu rechtfertigen oder nochmal, ich habe kaum Geld. Gut, wenn eine Mutter, alleinerziehende Mutter in diese Situation kommt, dass sie wirklich nicht in der Lage ist, ihr Kind vernünftig zu ernähren und kein Geld hat und auch keine Möglichkeit sieht, einen Job zu bekommen, um dann letztendlich zu dieser Handlung sich veranlasst fühlt, dann ist das schon eine sehr, sehr schlimme Sache. Ich kann sie in gewisser Weise verstehen, aber strafrechtlich gesehen muss es verfolgt werden. Gut, ich habe es soweit verstanden. Ne? Ihnen geht es nicht finanziell so gut, das habe ich ja mitbekommen. Und Ihnen wurde Geld gestrichen. Natürlich gibt es auch Stellen, wo Sie wahrscheinlich auch sowas bekommen, ne? Wenn Ihr Sohn jetzt, sag ich mal, oder Ihre Familie komplett schlecht geht. Ne? Da können Sie aber jetzt nicht einfach hier, sag ich mal, ein Gewerbe aufmachen, was Sie wahrscheinlich nicht haben, wo ich von ausgehe. Ich habe, das war... Haben Sie einen Gewerbeschein? Nein, das war eine Idee, die mir jetzt in den Sinn kam, Gut. Ich habe es mit dem Jobcenter wirklich versucht. Sie versuchen es vielleicht hier noch auf Gut und Ganzes, aber Sie gehen ja auch an Gräber ran. Und rauben da Sachen oder ne? Wissen Sie, wie man das Ganze nennt? Das ist nicht nur Diebstahl, das ist Störung der Totenruhe und gemeinschädigende Sachbeschädigung, was Sie hier machen. Und dann leiten Sie Ihren Sohn auch noch zu weiteren Straftaten an. Ich möchte, dass mein Kind was zu essen hat. Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt an der Armutsgrenze. Das traurige Schicksal der alleinerziehenden Frau und ihres Sohnes rührt auch die Geschädigten. Der Junge darf das Geld für die Blumen behalten. Vielen Dank. Gut.
Okay, dann würde ich jetzt sagen, versuchen Sie vielleicht noch im anderen Blumenladen was zu bekommen. Dann können Sie vielleicht noch heute das Grab bestücken. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Danke nochmal für das Anrufen. Und vielleicht haben Sie dann noch, sag ich mal, die Gelegenheit, da genügend Abschied zu nehmen. Gut. Vielen Dank. Können Sie dann schon mal die Örtlichkeit hier verlassen? Das wäre mir ganz lieb. So traurig der ganze Einsatz auch war, aber... Eine Kerze? Meine Kerze? Ja, da war ja auch noch eine. Ich habe hier auch noch. Die fehlte. Bitte. Nehmen Sie ruhig mit. Mhm. Gut. Frau Hafer hat natürlich hier einige Delikte offen. Störung der Totenruhe steht hier im Raume. Des Weiteren hat sie hier, sag ich mal, was verkauft, ohne einen Gewerbeschein zu haben. Das werden wir auch noch beanzeigen und weitergeben. Und sie hat natürlich hier ihren Sohn über den Friedhof geschickt. Wir müssen jetzt nochmal auf der Wache recherchieren, was wir alles beanzeigen. Ich werde mich dann nochmal mit meiner Kollegin bzw. mit dem DGL besprechen und dann werden wir weitersehen. Gut, wir warten noch hier vorne, bis Sie weg sind und dann sage ich, melden Sie sich an bei einer Stelle, wo Ihnen geholfen wird. Ansonsten können Sie auch auf die Polizeidienststelle kommen und mal fragen nach irgendwelchen Stellen, wo auch vielleicht irgendwas für Ihren Sohn gemacht werden kann oder für Sie. Ne? Ja. Gut. Okay. Dann noch einen schönen Tag trotzdem. Tschüss. Danke.